Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück im Wasteland. Wir haben letztes Mal die gute Lilly getroffen, Rex repariert und uns um einige Nachtbörsche gekümmert. Und als nächstes habe ich gedacht, gehen wir erstmal zu Caesars Briefkasten hier. Nee, was nicht? Giftmalde, nein, nein, das ist nicht. Abschützen ist. Nein, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Och komm, das war doch hier irgendwo. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Wo war denn das jetzt? Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. War das nicht irgendwo? Na egal. Oder hier? Wirklich? Nein. 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 Okay. Oder verrücken die das jedes Mal? Gucken, wo führt uns denn der Pfeil hin? Nach da unten, so wie beim letzten Mal. Als ich mal zum Scharfschützennest und von da aus müsste ich es ja eigentlich ganz locker finden. Und wir haben beim letzten Mal eine krasse Waffe erhalten, die stärkste Nahkampfwaffe nämlich, und zwar Oho Baby. Hier ist das gute Stück. Und damit machen wir einiges an Schaden. Vorerst bleibe ich aber auf der guten Mary. So, und da hinten ist wieder der Briefkasten. Also eigentlich gar nicht schwer zu erreichen. Im Scharfschützennest aus. Warum sind die jetzt grün? Die waren eben grün. Erzähl mir nichts. Da, grün. Grün? Nein. Grün? Nein. Okay, ist hier. Ah ja, schönes Zeug ist dann da. So, Elektronenakku, das nehme ich mit. Ja, Rüstung brauchst du nicht. Speerrüstung, die ist im Werkweg, deswegen nehme ich sie mal mit. Was ist hier Schönes? Ah, Legionäre sind hier immer drin. Kann ich ja gegen Chips tauschen. Bringt mir zwar so nichts, aber besser als wenn man sie gegen gar nichts tauschen könnte. So, was mache ich als nächstes? Mal schauen. Das nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das könnte ich machen. Wort 22. Aber vorher gehe ich erstmal nach Vault 3. Vault 3. Und versuche da zu überleben. Moment, Moment, ich habe noch eine bessere Idee. Obwohl, nee, ich habe jetzt Atstascha, also. Nee, ich glaube, das mit dem Schlafen lasse ich mal. Oder nee, ich muss eigentlich schlafen, na egal. Ich nehme einfach mal eine Arzttasche, zack. Mir geht's wieder besser. Und dann nehme ich mal Parfum. Nehme ich mal. Nö, 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 nö. Nehme ich mal Stimpak und eine Sunset Cola. Gegner? Ah, da hinten. Und er wurde auch schon erledigt. Wie viel habe ich jetzt eigentlich zu tragen? Oh ne, das geht noch. Da geht noch ein bisschen was. So, auf damit. Ich will da rein. Was zum Teufel willst du hier? Bist du irgendwie lebensmüde, du Arschloch? Nein, nein. Ich habe Jet Psycho und ein paar andere Schmankerle dabei. Und ich liefere nicht an Untergebene. Ja, dann sag das doch gleich, Scheiße nochmal. Ja, yep. Kannst beim Boss abliefern. Geht klar. Motorrunner ist unten im Wartungsflügel. Durch die Tür hinter mir, den Gang entlang und rechts die Treppe runter. Da kommt einer von den Kanen, um den Boss zu sprechen. Nicht auf ihn schießen. Alles klar. Das war easy. Hallo. Letztes Mal musste ich mich hier durchballern. Nein, 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 nein. Ich will doch nur den Bosch sprechen. Die hält mich also für einen Großkahn, ne? Alles klar. Wo muss ich überhaupt lang? Ich hab sowas keinen Plan. Hallo? Bist du? Ne, du bist nur ein Unhold. Dich Motorrunner.
Motor Runner, da müsste sie sich hier aber irgendwo verstecken. Kaufen die Kane uns weiter Drogen, wenn sie zur Legion gehören? Klar. Die Leute haben jetzt alle Angst vor den Robotern auf dem Strip, seit sie sich so verändert haben. Aber wer braucht schon den Strip? Da muss ich die Tür wohl doch knacken, oder? Bin ich nicht rum. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht schießen die mich dann ab, aber... Nee. Okay, hier ist er offensichtlich nicht drin. Wo ist denn der Motorrunner hier? Er war doch hier irgendwo. Hallo, bist du ein Motorrunner? Solange die Kane durchkommen, bleib ich schön high. Ja, bleib du mal high. Scheiße. Hab wohl einen schlechten Schuss erwischt. Hallo. Ich hatte nicht so schnell mit Nachschub gerechnet. Haben Sie etwas aus Red Rock Canyon, das Sie mir verkaufen wollen? Können Sie mir etwas über die Bewohner erzählen? Es ist wohl kein Geheimnis. Ja, die Bewohner der Vault sind alle tot. Wir haben sie umgebracht. Und wissen Sie was? Die haben uns einfach reingelassen. Wir mussten nicht die Türen aufbrechen oder sowas. Warum haben Sie die Unholde in die Vault geführt? Wir brauchten einen Ort, an dem wir uns niederlassen können. Ich hatte Probleme damit, meine Leute aus Westside rauszuhalten. Was geht in Westside vor sich? Ich versuche, meine Leute aus Westside rauszuhalten und mit den Kanen auszukommen, die dort tätig sind. Und dann ist da noch fieser Dreckskerl. Diesem Drecksmutanten geht man besser aus dem Weg. Wenn meine Leute einen Schlafplatz haben, bleiben sie eher aus Westside raus. Ich habe ein paar Drogen, die ich verkaufen kann. Ich zahle 20 Kronkorken für jede Einheit Jet, Psycho oder Buffout. Für einen kleinen Aufpreis kriegen Sie die Exklusivrechte an meinen persönlichen Vorrat. Gut. 22 Kronkorken pro Stück, witzig. Aber mehr nicht. Wollen Sie ein paar Drogen aus meinem persönlichen Vorrat kaufen? Okay. Unsere Abmachung lautete Jet, Psycho oder Buffout für 22 Kronkorken das Stück. Eine Dose Buffout habe ich auf jeden Fall. Okay. Danke fürs... Okay, ich muss ein paar Drogen holen. Und ich weiß auch schon genau, wo ich die herkriege. Von den Großkanen. Jetzt, da wir Benny umgelegt haben, werden sie bestimmt an die Fresse halten. Und ich glaube, ich werde mich hier irgendwann noch durchballern müssen. Ach kommt, Leute. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Geht aus dem Weg. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Ich glotze gar nicht dumm. Habt euch gar nicht angesehen, Mann. Wenn ich fresse. Oh, bin schon wieder weg. Danke, Leute. Hau rein. Solange die Kane durchkommen, bleibe ich schön heil. Ja. Ah, ja. So, hier draußen sind ja die, die uns angreifen wollen, unbedingt. Dann mache ich mich ja auf den Weg zu den Kanen. Die sind hier unten im Red Rock Canyon. Red Rock Canyon. Verarschen? Muss ich erst dahin reisen und dann zum Red Rock Canyon. Aber es wird ja kein Problem. Ich setze mir einfach eine Markierung hier. Und dann werde ich schon durchkommen. Hallo. Ist das nicht die Tussi, die mich da angreifen wollte mal? Ich hoffe, Sie hatten keine Probleme mit den Großkanen. In letzter Zeit sind Sie unruhiger als sonst. Link hat mir Ihre Geschichte erzählt. Ja, sehr traurig. Es ging lange das Gerücht um, dass sie bei den Rangern rausfliegt. Vor allem seit das Spielen und die Trinkerei angefangen haben. Das hier ist ihre letzte Chance. Und bis jetzt macht sie sich nicht sonderlich. Link ist ständig schreckhaft. Das macht die anderen ganz verrückt. Wissen Sie was über die Großkane? Sie sind zäh, unabhängig und völlig skrupellos. Sie hocken im Red Rock Canyon. Und unser Job ist es, sie im Auge zu behalten. Was tun Sie denn hier draußen? Hauptsächlich beobachten wir die Großkane. Die meisten von ihnen sitzen in Red Rock Canyon. Aber vor kurzem ist auch eine große Gruppe verschwunden. Wir haben das gemeldet, aber bisher kam nichts über irgendwelche Vorfälle mit den Großkanen. Was immer sie vorhaben, sie halten sich bedeckt. Wiedersehen. Passen. Dann werden wir den Großkanen doch mal einen Besuch abstatten. Wenn ich von hier aus dahin komme. Versteht sich.
Und nicht wie beim letzten Mal einfach zu mir gesagt wird, nein, fail, hier ist ein Berg. Aber ich glaube, nein. Ich komme nicht rüber. Alles klar. Dann gehe ich zum Gutspringsfriedhof und kämpfe mich von da aus vor. Darf ja auch nicht so schwer sein. Da müsste übrigens noch eine Waffe sein. Die ich gut gebrauchen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die aber jetzt schon holen kann, weil das wird nicht ganz so einfach. Leider. Und hier lieber nicht runtergehen, weil Insektengefahr und so. Das wäre nicht gut, wenn uns hier ein paar Insekten einfallen würden. Ich habe mega wenig Bock drauf. Aber es wird sowieso passieren, also who the fuck cares? Ich versuche mal ein bisschen in Third Person zu spielen, macht bestimmt auch Spaß. Und die folgen mir, okay. Da oben ist irgendwas. Wenn wir uns gleich mal genauer ansehen. Und Gegner? Gegner. Zack. Das war irgendwie kein Spaß. Ein Third Person zu spielen. Ich mach wieder First Person. Zack. Das sieht an wie eine Plastikknarre. Kommt vielleicht daher, dass er so leicht ist. So, die da hinten sind, die uns feindlich gesinnt. Ich glaube schon. Ich glaube mich zu erinnern, dass die nicht gerade freundlich auf uns zu sprechen waren. Ich weiß aber auch nicht wieso, weil wir haben denen noch gar nichts getan. Wir waren noch nie zuvor hier. Oder, Moment, hier ist überhaupt niemand. Stammesdorf, aber sonst müsste jemand sein, eigentlich. Hä? Beim letzten Mal, als ich hier war, war hier jemand. Also, auf einer anderen Spielstand. Na gut, dann eben nicht. Sollen sie machen, was sie wollen. Ist ja nicht mein Problem. Und da unten sind wir schon. Da müssen wir hin. Ich habe uns zwar keine Viecher an, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren keine aggressiven Viecher. Nur ein paar, Großbullen war das Wort. Großbullen hießen die Viecher. Aber die sind ja auch nicht. Was ist das los? Die Mukabe ist ja wie ausgestorben. Doch, da hinten sind sie. Jetzt kann ich euch gleich mal Oho Baby zeigen. Oh Rex, bitte renn nicht vor. Das ist meins. Und zack. Das macht Spaß. Nationalpark Springs mit MT Ranch. So, komm mal her, ihr Großbude. Bam. Oh. Auf die Hörner. Boah, hey. Weiß wie. Noch jemand? Nee, Rex hat das schon erledigt. Da kommt ja noch einer! Und bam! Auf die Hörner! Und auf die Hörner! Und auf die Flügel! Und auf die Hörner! Und auf die Hörner! Und auf die Hörner! Macht Spaß. Aber ich halt doch wieder zu Mary. Ja! Was ist denn Frieden? Hey, Moment, da ist noch was. Das ist sogar noch ganz viel. Gesocks und Gesende hier. Zack. Oh, da sind noch ganz, ganz viele. Das ist ja schön. Hier erledige ich alle. Manuel! Und Manuel! Und Manuel! Und Manuel! Hehe. Du wirst nicht gefallen, dass
Ja, ich weiß. Das finde ich auch ganz schade, dass jemand mehr da ist zu metzeln.